Hallo. Leute, herzlich willkommen. Hallo. Ich muss so viel erzählen. Aber, hey, nicht schon direkt Schaden machen. Entschuldigung. Was passiert denn da? Was? Wo? Was, wo? Wo? Was, du voll den Bug, du ziehst was hinter deinem Kopf hinterher bei mir. Ah, okay, echt? Nicht mehr. Echt? Ja. Nicht. Ja, das ist solche Eins, das ist mein Kragenspeck. So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Minecraft-Projekt. Das ist total neu. Aber wir müssen dazu sagen, es ist ein Projekt von uns, ja, Nummer eins. Und zweitens, Crazy Croft. Ja, Mann. Und wer das noch wer noch Bescheid weiß, wir hatten das Ganze schon mal, also ich und Deno haben das, ich glaube, letztes Jahr. Nee, noch ein Jahr davor. Jahren. Vor fast zwei Jahren haben wir das gespielt. Alter, ist das lange. 1933. Auf jeden Fall. Tun wir das. Du musst dir so eine Alufolie von Mund sein. 1933. Da war das noch ganz anders. Ja, das sah alles viel grauer. War das noch ganz anders. Pass auf, ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Weil da das vorne ist hier, hin. Das hier ist unser Spawnpoint, by the way. Wir haben uns da, wo dieser Riesenberg ist. Genau, das sieht cool aus. Ja. Also das scheint eine ziemlich coole Welt zu sein. Auf jeden Fall. Das tun wir jetzt. Alle Infos. Sagen wir gleich mal dazu, auch die Kanäle, ja, Deno nimmt auf, Hardy nimmt auf, das ist jetzt quasi ein Projekt, die findet ihr in der Beschreibung. Es ist kein tägliches, wir laden jetzt auf jeden Fall ein Video hoch, Nummer 3000, nein. Wir machen das so, wie wir Bock haben, so wie wir vor allem Zeit haben, weil manchmal sind wir ja auch einfach nicht da, deswegen können wir das schon gar nicht garantieren, dass jetzt immer Videos kommen. Aber wir werden es so machen, dass wir halt uns immer irgendwie ein kleines Ziel setzen und dass wir das Ziel quasi in einer Aufnahme erledigen. Also beispielsweise, wir bauen uns eine Portal Gun oder so, ne, das gibt's ja hier sogar. Und genau. Tom, guck mal da vorne. Ja. Ein Weibchen! Oh nein! Ein Weibchen, genau. Ein Weibchen. Oh, die gönne ich mir, dazu brauche ich Rosen, ne? Gönnst du dir? Oh, die hat sogar einen roten Bikini. Ich hab ja schon sechs Rosen. Ich glaub Rosen. Hast du Rosen? Was? Ja, nein! Du bist komm, so ich gebe mir erstmal einen harten Bissen. Das ist Demos Freundin jetzt, jetzt müssen wir die schlagen. Ich hab dir gerade ins Gesicht geschlagen, dann bekommt die Herzen. Ich dachte, die liebt mich jetzt. Komm schon, stopp. Ich dachte, die steht megamäßig auf Schläge. Das ist jetzt deine Freundin. So. Cool. Ach ja, falls ihr übrigens wissen wollt, wann die Folgen kommen und falls Abweichungen kommen, Rosen, dürft bitte. Ihr uns übrigens gerne auf Twitter und auf Instagram folgen. Hier sind auch Rosen, das ist gut. Bitte, gib mir auch mal eine Rose, bitte. Warte, ich geb dir gleich eine. Rette mich erstmal. Wo bist denn du? Rette mich. Wo ist er denn? Hier. Oh, aua. Hast du auch noch eine Rose? Ey, bist du richtig hart am rumstöhnen. Ja. Geil. Musst du mal ein bisschen lauter machen, warte mal. Au! Aber das Ding ist, das ist jetzt deine Freundin, die können wir dir nicht ausspannen, ne? Nee, das können wir nicht. Wir können sie höchstens schlagen. Oh, jetzt noch eine. Komm, ich will noch eine. Nein, nein, warte. Meine. Ey! Oh, lol. Die hat die einfach so gefressen. Jetzt habe ich gar keine Freundin. Hier, hinten ist eine. Hier, der wo bist du denn? Ich bin hier. Ich bin hier oben. Ja, hier, da hinten ist noch... Da ist eine in Strapsen. Was? Da hinten die hat die wiedergenommen. Die will immer mehr. Das ist schon deine. Das ist schon meine. Nimm die da hinten. Die da hinten hat Netzstrümpfe an. Voll, weißt du, so richtig interessante Sachen. Erstmal keine Base suche, erstmal die Weiber klar machen. Ja, aber guck sie dir da oben an, die hat Netzstrümpfe an. Ja, das ist schon geil. Du hast, aber auch die mit Netzstrümpfen will Rosen, ja? Das ändert sich nicht. Ja, aber wo sind Rosen? Ich brauche Rosen. Wir sind auf der Insel der... LOL, Bitchfight! LOL, die kloppen sich! Die beiden kloppen sich! Wo seid ihr denn? Da hinten. Hau sie um, Bitchfight! Niemals bei dem Bitchfight dazwischen gehen! Ja, immer nur zugucken und filmen. Ja, so, warte mal. Ja, geil! Kloppen sich die Weiber! Ja, und wer gewinnt? Alter, die bewerfen sich mit Schuhen! Ja, Mann! Das sind Schuhe, was die werfen. Hey, komm mal da raus. Kommt auch raus! Okay, die sind auch der kann ich mir die jetzt klar machen oder sind die jetzt sauer? Ich glaube, die sind sauer. Ich mache mir eine andere. Die eine gehört schon mir. Oh, die eine hat aufgegeben. Ich nehme eine, die am Wasser schwimmt. Hier da hinten. Die kralle ich mir jetzt. Oh nein, da ist ein Criminal. Ja. Da oben ist ein Criminal. Shit. Ein Criminal. Shit. Okay. Gangster-Shit. Ich nehme dich. Bitte nimm meine Rose als Anerkennung. Mann! Ja! Da. Geil! Ich habe eine Freundin. Ich hab schon alles erfüllt. Da kommt ein Criminal! Ja, das ist. Boah, das hab ich ja bloß erwähnt. So, warte, wir müssen ein Schwert machen. Was hab ich jetzt gedrückt? Was ist hier los? Ich verschanze mich erstmal auf einem Baum. Boah, Alter, du bist so ein Feigling. erstmal. Was? Alter, ich glaube, der kann ich mit einem Schlag töten. Warte, wir müssen auf jeden Fall Stein und ein Schwert und alles. Ja, wir machen mal. Hast du Stein? Wir müssen auf jeden Fall auch jetzt einen Ofen und alles. Also hier. Stein habe ich da damit nicht. Ja, Mann, Alter, das ist doch mal Premium. Das ist gut. Ja, ich mache jetzt hier was Schönes hin. So, jetzt machen wir hier mal schön Stein. Jetzt müssen wir noch einen Ofen machen. Ja, so die ganzen. Also die normalen Sachen, die kriegen wir noch so hin. Aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen, in den Kommentaren allen möglichen Quellen
Quatsch loszulassen. Stimmt. Nein, natürlich konstruktive, wunderbare Vorschläge, wo, ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir machen können, dann schreibt sie rein und wir gucken, dass wir da was draus machen. Jetzt muss ich Workbench. Aber genau, wir gehen das Ganze natürlich erstmal langsam an. Ne? Also wir versuchen hier in der Folge auf jeden Fall noch irgendwie was Außergewöhnliches zu schaffen. So. Haben wir uns hast du ein bisschen Stein für mich? Haben wir ja als, ja. Haben wir ja also als, so drei Stück brauche ich nur. Dann. Haben wir uns ja quasi als Ziel gesetzt. Aber ne, erstmal schön ruhig Blut, alles langsam angehen. Wir müssen ja hier nicht direkt eben. Es gibt hier vor allen Dingen so, weil pass mal auf, also am besten die Steine hier nur bis zu einem gewissen Grad abbauen, weil ich hier das Häuschen so ein bisschen an die Steine dran baue. Achso, du, also, du willst das quasi so eingewachsen. Ja. Ich habe das schon, okay. So eine gewisse Vorstellung. Es wird übrigens Nacht. Wir sollten uns ein paar Dings machen. Ein paar Fackeln. Ja. Wir gingen nochmal Fackeln. Wir müssen Holz, genau, Holz hier rein. Alter Mann, ich komme mal auf irgendwelche Rezepte. Habt ihr noch Essen? Also ich habe hier so ein paar Äpfel, aber. Doch, nee, ich habe noch Fleisch. Ach so. Wow, ja, Alter, das ist cool. LOL. Yeah, Alter, smooth as hell. LOL. Das ist tatsächlich sehr nice. Voll geil. Das ist echt geil. Ich gehe auch immer so durch mein Haustür. Voll smooth. Ach, du gehörst auch zu der Fraktion, die die Haustüren nach außen setzen und keine... Ich müsste gerade überlegen, meine Haustür geht nach innen auf, nicht nach außen. Ey, was machst du? Ja, warte mal. Hey! Ja, warte mal. Sag mal! Ich will mal hier was ausprobieren. Hackt's oder was? Packst du was? Oh, die kann man nicht stapeln, schade. Ja, die kann man nicht stapeln. Was ist los mit der Bitch? Oh, okay, das schwerst nicht. Mann, immer diese Kackdinger hier und so weiter. Oh, das sieht schon von außen tausendmal besser warum? Aus. Warum? Weil das so ist, weil jede Haustür nicht direkt in die Wand eingelassen ist, sondern immer so. Ja, aber Haustüren gehen doch nach innen auf. Ja! Also meine geht nach innen auf. Ja schon, aber jede Haustür hat aber auch immer noch so einen kleinen Abtritt. Achso, ich krieg Hunger. Ich dachte, meine Girlfriend dauert nicht. Haben wir hier ist deine. Noch? Ah, okay. Hat jemand das kann auch deine sein, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Stückchen Fleisch. Du hast die ausgerüstet? Ich hab dir mal ein Schwert gegeben, falls dir Action passiert. Aber das Problem ist, wenn du Pech hast... Falls du mich betrayed, das Problem ist, wenn du Pech hast, greift die dich an. Was? Ja, weil das war. Tun. Ich glaube, ich hab das bei der Mod Review dir. LOL, was ist das denn? Deine SpongeBob! Was denn? Wo? Da. LOL, was ist das denn für ein Riesenteil? Das Pac-Man! Du hast gerade Sex mit einer Kuh, Mann! Geil. Ey, was ist das denn? Ja, okay, auch mal hin. Das ist Pac-Man! Das ist tatsächlich Pac-Man! Das ist Pac-Man? Was? Geil! Der hat auch voll viel Life und Scheiße. Ja, da würde ich jetzt nicht hingehen. Da würde ich echt nicht hingehen. Nein, da gehe ich nicht. Nee, sonst frisst der uns nicht. Lass den Pac-Man. Aber sollten wir erstmal ein Bett spawnen, im Bett und so. Ein Bett spawnen. Haben wir irgendwie ein Bett und so, ne? Ja, du brauchst Schafe. Oh ja, stimmt. Haben wir Schafe? Kannst du mal Pac-Man fragen, ob er wolle. Warte mal, wo sind hier Schafe? Aber ich hätte die vielleicht nicht töten sollen. Zombie? Ja, da rennt es. It's so cute. Alter, das gerade zum Zombie gesagt. Au! Au! Was ist das denn? Was ist los, Mann? What the fuck, Mann? Was schießt der? Der hat explodierende Pfeile! Alter! LOL! Hilfe! Alter, der schießt mit explodierenden Pfeilen! Wer? Ja, der Zombie? Der Skelett! LOL! Das Skelett schießt mit. Was denn? Acht Herzen Schaden gibt mir der Zombie, Alter. What the fuck? Ja, die sind richtig übel. Wir haben aber noch gar keine Rüstung und nix. Ne? Ja, weil wir sollten halt mal Eisen finden. Ja, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Okay, warte. Jetzt stirb! Ich mach mich jetzt auf die... Leute, ich dachte, du bist gestorben. Ich mach mich jetzt mal auf die konzentrierte Suche nach Eisen, weil das ist echt wichtig. Ja, ich farm noch Holz für unser Häuschen. Mann, du musst Holz nicht mal farmen, du musst einfach bloß die Biber-Zone abgehen. Dann kannst du das einsammeln. Ja, ich weiß, aber ich hab jetzt hier gerade Holz am Start. Hab da bloß... Ja, was machst du denn jetzt, du Girlfriend? Jetzt kommst du hier nicht hoch. So. Erstmal noch ein bisschen... Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht schon wieder! Was geht da ab, Alter? Ich hab's gesehen, das war so ein Pokémon. Alter! Was denn? Oh. Ich bin von so einer scheiß Lizard beschossen worden. Hä, bist du unten? Ja, ich wollte Sand farmen, aber da war ja dieses komische Scheißvieh. Okay, so. Boah, ich muss mir mal kurz dieses Slime-Pad geben. Eisen. Hast du denn keine goldenen Äpfel und so? Oh, fuck. Doch, ich hab einen goldenen Apfel. So.
Oh, Regeneration, alles klar. Okay. Ich will doch nur ein bisschen Sand haben. Wir brauchen jetzt ein Bett. Ich will jetzt nochmal ein Bett irgendwie. Ich hab ein Bett. Ach so. Im Inventar. Wie hast du ein Bett? Das lag einfach da rum. Ich hab gerade voll viele Items eingesammelt. Die lagen einfach auf der Erde rum. Jetzt mal kein Spaß. Jetzt mal kein Spaß. Jetzt mal kein Spaß, Bubblehaft macht Pada mit Tijada. Nee, Tijada. Tijada mit Bubblehaft. In Bubblehaft. Ich hab schon Tijada gemacht, als man noch Jumpen genannt. Auf dem Super Nintendo, das war ja Kollege. Ja, das stimmt. Schnell. Wer hat sich denn da mit so einer hässlichen Erdlanze da hochgebaut? Das war ich nicht, glaube ich. Ich habe nur weggenommen. Boah, ey, das ist so ein typisches, ich lasse das mal in der Landschaft stehen. Ja, und dafür kümmere ich mich um die Ressourcen. Ja, das stimmt. So, denn ich muss hier einen Job erledigen. Ja, ist ja gut. Du musst deine Girlfriend versorgen. Ja, das auch. Frauenkind muss versorgt sein. Kann man eigentlich auch Kinder mit dir kriegen? Das wäre ultra strange. Das wäre crazy, Motherfucker. Ja, das wäre crazy Craft. Motherfucker! So, wo waren jetzt die Schafe? Weh, die sind weg. So, hier, ich hab ein Bett. Heute sind diese Hurenschafe weg, natürlich! Stell das Bett jetzt erstmal hier rein. So, hier, schön. Warte mal, ich stelle das jetzt einfach erstmal. Oh nee! Hier. Oh, Spawnpoint gesetzt. Warum sind. Ach, da sind die Schafe. Boah, hier fliegt irgend so eine absolute Mega-Scheiße rum. Komm, gib her die Wolle. Okay. So. Du da auch noch. Spawnpoint ist gesetzt. Komm. Jawohl, so, jetzt schnell zurück. Schnell zurück. Ich habe ja meine Girlfriend, die beschützt mich. Mit ihren Fäusten, mit ihren Boobs. So, dann sollten wir auf Ende, ja, auf Ende perlen, ja. Auf Ende, ja. Es wäre voll lustig, wenn die Girlfriend nice. mit ihren Brüsten kämpfen würde. Das wäre tatsächlich lustig. Das würde doch so ein bisschen dazu passen, dass sie sich auch mit Schuhen abwerfen. Das ist sowieso schon so sexistisch. Oh Gott, Alter, was fliegt denn hier rum? Der Bitchfight am Anfang war nice, da kann man einen richtig schönen Titel draus machen. Dann irgendwie Bitches bekämpfen sich in Minecraft. Genau, und dann so ins Thumbnail zwei nackte Bitches, Frauen, die sich gerne in den Haaren ziehen. Bitches tot in Minecraft? Fragezeichen. Ja, genau. Frauen schlagen? Fragezeichen. Frauen schlagen doch erlaubt? Ja, genau. Reform. Ja, genau. Okay, ich habe jetzt 8 Wolle, wir können jetzt hier Betten machen. Ja, da steht schon ein Bett, falls du das nicht gesehen hast. Ja, wow. Wir können uns aber 3 Betten machen, dann können wir nämlich uns auch schlafen legen, du Eimer. Verstehst wie du? Nice. Hey, wir wollten mal erstmal Enderperlen suchen. Oder wollten wir das? Wollen wir das noch diese Folge machen? Haben wir aber ganz schön was zu tun. Ja, ey. Oh, das ist ein schöner Cliffhanger für die nächste Folge. Es schneit. Warte mal. Es schneit rein. Wir löschen die Enderperle. So, mein Bett. Wieder rein, oder? Ich schlafe nicht in der Mitte, ich liege mit keinem Löffelchen. Ey, komm mal mit ins Bett. Achso, du brauchst auch noch ein Bett, ne? Einer braucht man. Warte mal, wie lösche ich denn was, was ich gecheatet habe? Lösch. Was? Lösch ich denn was, was du ich gecheatet habe? Du kannst ja gehen in Game Mode und packst einen Mülleimer quasi. Alter, die Bitches sind schon in meinem Bett hier. Ich bin hier. Echt mal, die ist voll heiß darauf, sich mit dir ins Bett zu legen. Ja, Mann. Geiler die ist immer oben. Ich kann ja nur unten sein. Die ist immer oben, Babi. Ja, Mann. Ey, die geht gerade durch die Werkbank durch. Das macht mich voll an. Los, komm. Welches Bett ist jetzt welches? Ja, meins ist das Außen. Irgendeiner von euch schläft in der Mitte. Mir ist das ich egal. Will in die Mitte. Echt? Du weißt schon, ist ein Kampf mit 3 Schwertern. So, geh mal weg da, ihr Bitches. Alles klar. Alter, hast du das gerade zu den Frauen gesagt, die ums Bett rumtouren? So, ey, nice. Ey. Geil. Es regnet immer noch, nice. Ja, Mann. Oh, das ist aufgehört. Cool. Boah. Ja, wir schieten okay. Ja, gerade. Ich glaube, ich muss mal eine neue Truhe bauen. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, wir können ja schon mal festhalten, wir haben hier eine Bude und wir haben Bitches. Also, wenn das nicht eine erfolgreiche erste Folge war, dann weiß ich auch nicht. Das ist eine mega erfolgreiche erste Folge. Wir haben 2 Bitches am Start, ja? Und für Hardy kriegen wir auch noch eine. Ja, der arme Early Grey Teabag. Boah, also wir sollten, ich glaube, ich schmeiß jetzt erstmal alles in die Truhe rein, aber irgendwann sollten wir, glaube ich, auch hingehen. Halber Hinweis zum, wir können jetzt aufhören. Willst du jetzt noch weitermachen? Nein, wir hören jetzt auch auf, aber ich will jetzt eben kurz die Sachen hier einräumen. Okay. So, dann bin ich die ganzen und dann sind wir alle Bullshit. Das wäre jetzt lustig. Aber wir haben ja unser Bett. Ja, gut, dann kommt jetzt rein und klatscht alles. Genau, dann machen wir jetzt hier Pause. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, ja gut, ich baue noch ein Stückchen das Haus. Aber ganz ehrlich, dafür, dass es die erste Folge war, wir haben eine übel nice Aussicht. Also eine bessere Aussicht kannst du ja kaum kriegen, ja, bei den Marktverhältnissen. Ja, Mann, das auf jeden Fall. Nein, ich mach die Bude nicht kaputt. Willst du jetzt noch das Glas hinbauen?
Ja, nee, das braucht jetzt aber auch noch Time, bis das hier, Das braucht noch Time, das braucht Time, Digga! Okay. Bis das jetzt hier mal fertig gebaut ist, also... Alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, verlasse ich die Folge einfach, indem ich diese Tür nochmal öffne und schließe. Geil. Ja, Mann. Und, danke für... Genau, danke fürs Zuschauen. Welche waren jetzt meine? Das war meine. Die ohne Schwert, die Low-Bob. Kann ich die ohne Schwert, Papi. Die Low-Bob-Tusse. So, der habe ich jetzt ein Schwert gegeben. Also pass auf, was du machst, ja. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jegliches Feedback. Stay tuned. Jegliches Feedback in die Kommentare. Auch eure Wünsche, eure Lebensziele. Und folgt uns auf Twitter und Instagram. Und auf YouTube. Das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Und ja, abonniert uns bei YouTube. Folgt uns bei Twitter. Folgt uns bei... Genau. Danke fürs Zuschauen. Genau. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.